Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Kürzlich habe ich mich in den Kommentaren unter dem Video eines anderen YouTuber darüber ausgetauscht, ob die Länge eines Anime mit der Komplexität der Handlung zusammenhängt. Ich bin ganz klar der Meinung, dass dem nicht so ist. Ich behaupte sogar das Gegenteil. Das hat die einfache Begründung, dass niemand so eine Serie senden wollen würde, da man mit großen Verlusten rechnen müsste. Stellt euch vor, ihr habt eine Serie mit 1000 Folgen, die von Folge zu Folge komplexer wird. Immer mehr Subplots entwickeln sich, immer mehr Plot-Twists passieren und die Charakterbeziehungen entwickeln und verändern sich immer und immer weiter und werden immer und immer besser, theoretisch. Nun stellt euch einen erwachsenen, arbeitenden Mann vor, der erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt. Will der viel nachdenken und aufmerksam sein oder sich lieber einfach nur berieseln lassen? Oder stellt euch einen anderen erwachsenen, arbeitenden Mann vor, der eine Woche lang aufgrund von Arbeit und Familie die Serie nicht weitersehen kann und danach versucht einzusteigen. Da die Serie ja so komplex ist, wird er sie nicht verstehen und er wird eine negative Einstellung gegenüber der Serie entwickeln, da er nun 7 Folgen zum Nachholen vor sich hat, was auf einmal mehr Zeit ist als verteilt über die Woche. Und in dieser Zeit würden ja weitere neue Folgen kommen, die er erst nach dem Nachholen schauen kann. Da er aber dank der Arbeit an Zeitmangel leidet, kommt er nicht dazu, so viel auf einmal nachzuholen und bricht die Serie ab. Deshalb gibt es auch so viele langlaufende Sitcoms, da man dort nicht viel nachdenken muss und man auch nicht wirklich aufmerksam sein muss. Man kann sich berieseln lassen, entspannen und fast überall einfach neu einsteigen. Deshalb sind heute auch so viele Anime so kurz, mit 25 Minuten pro Folge und 12 Folgen pro Anime, da man das besser in einem Rutsch schauen kann und auch nicht das Problem mit dem Zeitmangel hat, zumindest nicht so sehr, wie bei der erfundenen Beispielgeschichte mit 1000 Folgen. Außerdem kann man in 12 Folgen auch komplexe Inhalte vermitteln. Und wenn einem die Serie nicht gefiel, hat man mit 12 Folgen nicht, in Anführungszeichen, so viel Zeit verschwendet. Nebenbei sei gesagt, dass komplex nicht gleichbedeutend mit gut ist. Wenn man eine simple Idee nimmt und sehr gut umsetzt, kann man immer noch eine sehr, sehr gute Serie produzieren. Und es ist immer besser, etwas Einfaches besonders gut zu machen, als etwas Schweres falsch zu machen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like da und teilt das Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht den Bildschirm aber nicht kaputt. Euer Random. Tschüss.